Da. Ja, wie sieht denn das aus? Ja, wie eine Liane. Aha. Und wie kommst du da dran? Mit der Kiste. Aha. Ist ja dreckig. Ja, du musst halt auch mal in die andere Richtung gehen. Das ist voll das Spiel für Leute, die denken können. Da gehöre ich nicht dazu. Du gehörst nicht dazu? Wer hat das jetzt gesagt? Ich habe extra gedacht, hier... Du sollst nicht so viel denken, das tut nicht gut. Ja, aber ich kann denken und ich habe gedacht, das Spiel ist was für dich. Falsch gedacht. Ja, pass mal auf, das kommt noch. Ja, das ist ja jetzt nur noch quasi Tutorial, also wie klettert man... Ja. Jetzt bist du wieder unten. Wo muss ich denn hin? Ja, wahrscheinlich darüber. Ja. Du hast doch vorhin schon tatsächlich versucht, Wuhu! Wie im Kindergarten. Ja. Nur ein bisschen brutaler. Brutaler, ja, wenn du von so einer Bärenfalle zerfleischt wirst. Genau, du bist ja schon in so ein paar Bärenfallen gestolpert. Das passiert im Kindergarten ja normal nicht. Ja, kommt drauf an, in so einem Waldkindergarten vielleicht. Gibt's ja heutzutage alles, so neumodisch Pferd. Bärenfall für Kinder. Sag mal! Ich glaube, du musst ein bisschen höher an deinem Seilchen da. Ja, ich dachte, wenn ich weiter unten bin, dann schwingt sich's besser. Ja, aber dann springst du nicht hoch genug. Aha, guck an. Jetzt bist du hier wirklich der Baumfried. Ich bin der Waldschrat. Jetzt bist du wieder unten gelandet. Das ist ja gemein. Na! Ja, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, sieht auch nicht so aus, als ob es einfach wäre. Nee, es... nicht lachen. Es macht mir auch ein bisschen Angst, dass das Kind leuchtende Augen hat. Ja, ansonsten wäre es ja komplett schwarz. Ich meine, irgendwas muss ja hell sein. Bin der Tarzan. So, und jetzt will ich den Baum umwerfen. Haha! Der ist im Wasser gelandet. Ah! Sterbe ich, wenn ich jetzt runterspringe? Weiß ich nicht, probier's aus. Du hast gewusst, gibt's Du hast dich zum Schlafen gelegt. Die ewige Ruhe. Oh nee! Das ist der Baum Ruhe. Jetzt da? Nee. So nicht. Okay, du weißt jetzt, wie es geht. Ja. Irgendwas wollte ich auch noch erzählen, ich weiß gar nicht mehr was. Ach ja, wir wollen ernst bleiben. Gut, wir versuchen jetzt einfach mal nicht zu lachen. Ja. Egal was passiert. Und egal, was für ein dummer Spruch aus welcher Ecke kommt. Ja, das ist, wie gesagt, das lernen wir noch, weil spätestens bis Dark Souls müssen wir es können. Nicht zu lachen? Ja, nee, nicht so gar nicht zu lachen, vielleicht nicht, aber weniger zu lachen. Ich meine, gute Laune ist ja der Sinn vom Spielen. Ja, du spielst ja, um gute Laune zu haben, oder mit guter Laune spielt es sich besser. Das sowieso, das ist ja nicht abzustreiten. Wenn man dann wirklich eine Scheißlaune hat, dann spielt man auch erstens nicht gut und zweitens hat man dann auch irgendwann keine Lust mehr. Richtig, da wird die Laune nur noch schlechter. Ja. Uah, bam. Erstmal hier den Baum gecheckt, nochmal eine Kopfnuss gegen den Baum. Ja, ein Baum eine Kopfnuss gegeben und wieder runter. So, nehmen wir mal den langen Weg. Ja, du bist ja jetzt professioneller Baumkletterer. Ja, ich bin ja Tarzan auf Probe. Jetzt, genau. Kannst du hier die eine Brücke bauen, eine Schwimmbrücke. Ja, ich glaube, du musst ein Stück weiter schieben. Aha! Das Hindernis erfolgreich gemeistert. Sehr gut, ich hoffe, da wurde jetzt gespeichert. Ja, es gibt so versteckte Checkpoints. Die wirst du schon noch entdecken. Er macht eine Bärenfalle auf den Ast. Das heißt, man muss da irgendwie hoch. Ja, wahrscheinlich. Uah! Um Gottes Willen. Kleine Spinne. Ja, also klein. Ja, und jetzt? Willst du wieder in die andere Richtung laufen? Nicht, ich gucke, ob ich irgendwas übersehen habe, wie man hochkommt. Weil wenn ich dahin gehe, dann bringt das Vieh mich bestimmt um. Also, du musst die Spinne hier ein bisschen austricksen. Austricksen. Sie hat noch keinen Bock auf dich. Austricksen. Oh. Nee. Ah?
Jetzt! Verdammt! Ja, du musst schon ein bisschen hier... Hallo, Spinne! Jetzt musst du dir mal ein bisschen Zeit lassen, nicht so schnell rumrennen. Die kann nicht so schnell. Aha! Und was bringt mir das jetzt? Was hat sie jetzt gebracht? Ich könnte dran hochklettern. Meinst du, du willst auf eine Spinne klettern? Nee, aber vielleicht erwartet das Spiel das ja von mir. Nein. Ich glaube nicht. Probieren wir es aus. Oho. Ach scheiße, ich darf nicht daran. Ja, also ich weiß nicht. Irgendwie, was muss ich ja jetzt machen tun? Ja, geh noch ein bisschen weiter nach links. Nach links? Ja. Warum? Weil, darum. Ah. Ja, guck, die Spinne hat auf den Boden gehackt und ja, die, ist die Falle runter. Bärenfalle ist runtergefallen. Jetzt nehme ich die und die Spinne hakt sich da drin den Fuß ein. Aber da bin ich auf der falschen Seite von dem Ding. Ja, du hast schon verstanden, was der Sinn von der Falle ist. Das ist nicht deine Falle, das ist eine Spinnenfalle. Da komm her. Elektro-Gedöns. Oh. Ja, die triggert eher auf dich, anstatt auf die Falle. Aha, und da ist der Fuß ab. Oder das halbe Bein. muss ich das jetzt mit allen machen? Ja, wie viele Beine hat denn so eine Spinne? 8? 12? 8. 8. 12. In welcher Welt lebst denn du? Ich glaube, die hier hat sogar nur, hörst du auf? 6. Um der Einfachheit halber, damit der Bildschirm nicht überladen ist mit Beinen. Wahrscheinlich. Ah, knapp vorbei. Das intelligentere Bein ist das doch. Ja, das ist bestimmt näher am Kopf. Wahrscheinlich. Oh, jetzt komm. Und hoch und. Bam. Das gibt's gar nicht. Ja, die Bärenfallen sind ja auch ziemlich schmal in dem Spiel. Also ja, muss man sagen. Bleibt die jetzt da oben? Ja, du hast sie erfolgreich verscheucht. Cool. Aber ich muss sagen, das Spiel finde ich bisher echt ziemlich cool eigentlich. Ja, es ist es auch. Also, es hat Stimmung, es hat Herausforderung. Ja. Und es hat... keine Erklärung, was überhaupt das Ziel ist. Doch, du musst deine Schwester finden. Ja, das hast du mir gesagt. Nee, das ist so. Das ist das Ziel von dem Spiel. Ja, aber das steht nirgends. Das meinte ich. Du musst das Spiel dir erstmal erklären. Objective. Clear your sister. Nee, aber zumindest... Oh. Ja, ich will ja weg! Ich glaube, das war nicht gut, oder? Soll ich dazu jetzt was sagen? Ich meine, guck mal, was passiert. Ja, der Fred, der zerstört schon beinahe seine Tastatur. Ich will ja. Nein! Ja, sie hat noch 5 Beine, so wie es aussieht. Also hatte sie doch 8. Ja, möglich. Ja, irgendwie war das jetzt nicht so das Beste. Ja, sie hat dich verpuppt. Ja, okay. Oder eingewoben. Aber du bist ja hier immer noch am Start. Ja, nur was kann ich machen? Rumzappeln. Wuhu! Oh, geil. Ja, jetzt bist du Stage hüpfender Wurm. Ja. Level 3. Ja, dann ich hüpfe einfach mal hier rum. Wuhu! Ja, geht das auch irgendwann wieder weg? Ich frage einfach nicht mehr. Das ist dämlich, weil... Ja, ich meine, ich kenne das Spiel, ja. Ich weiß, dass es irgendwann wieder weggeht. Oh. Ja, aber nicht dort. Aber jetzt ist es egal. Ja, du bist tot. Ja, eben. Ja. Haha, hüpfender Wurm ist wieder am Start. Das klingt wie so ein Indianername. Hüpfender Wurm. Wobei die Indianer ihre Kinder ja nach... Ganz schön rutschig, der Waldboden, ja, oder? Ist schlimm. Ja, ja, wenn du nur hüpfen kannst. Vor allem, stell mir vor, wie der aufs Gesicht fällt. Der hat ja keine Arme, um sich abzustützen. Ja, aber der ist doch eingewoben hier. Fällt doch weich. Meinst du? Ja, ja, klar. Ich glaube nicht, dass das so... Ja, Spinnenfäden sind doch weich. Bist du schon mal durch den Spinnfaden gelaufen? Ja, nicht, wenn ich drin eingepackt war. Ja, aber du bist dann quasi drin eingepackt, wenn du einmal durchgelaufen bist. Ja. Ich hasse es immer, wenn du mit dem Fahrrad fährst, irgendwo im Wald oder so, und hast aber so ein Spinnennetz im Gesicht. Ja, das ist Natur pur. Gesichtsmaske. Schlammpackung. Leicht. Du bist schon wieder ein Loch gefallen.
Gut, dass du das sagst, wäre mir gar nicht aufgefallen. Der Fred, der guckt mich ja auch die ganze Zeit an, während er spielt. Vielleicht, ja, meinst du, ich sollte mal besser auf das gucken, was auf dem Monitor passiert? Ja, das wäre vielleicht schlauer. Wahrscheinlich. Und jetzt rutschen wir hier und dann... Ah, hier, du musst dem Stein eine Kopfnuss geben. Beziehungsweise ganz viele. Ja, und dann fällt wahrscheinlich der Ast auf mich drauf! Ja, das war die Kopfnuss vom Ast.